Ja, hallo ihr Lieben, hier ist ja Christian Schemmer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und jetzt mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, meine Arbeit, meine vielfältigen Kurse rund um Bindungsangst, Verlustangst, Liebeskummer, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter findest du auf liebeschipp.de. Und eins meiner Lieblingsthemen, wissen ja Zuschauer auch, das Thema männliche und weibliche Polarität. Ich werde da heute mal nicht so in die Tiefen gehen, werde dir wahrscheinlich noch ein Video verlinken und findest du ja auch ansonsten auf meinem Kanal. Und gucken wir mal heute mit euch mal zusammen ein Video von über Geschlechterklischees an von Funk. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Genau. Doch Geschlechterklischees längst überwunden haben, ob Mann, Frau oder wie auch immer, ist doch eigentlich scheißegal, oder? Ich will heute rausfinden, wie viele Schubladen haben wir noch in unserem Kopf und habe mir dafür ein Experiment überlegt. Ja, ich meine, das kann man natürlich immer so flockig sagen. Nur, ich meine, wir kriegen unsere Steinzeitprogrammierung, die ist natürlich nicht raus irgendwie, ne? Man kann nicht einfach sagen, es ist alles nur Kultur und Erziehung und das ist nicht mehr modern. Ja, deswegen wirkt es immer trotzdem, aber gut, gucken wir mal weiter. Hi, ich würde gerne ganz kurz ein Spiel mit euch spielen. Ich sag euch einen Satz anfangen, dann müsst ihr den Satz vervollständigen mit möglichst vielen Begriffen. Okay. Ja? Und ihr habt 15 Sekunden Zeit. Oh Gott. Eine Frau ist Punkt, Punkt, Punkt. Süß, geil. Sehr emotional. Schön. Schön. Shopping begeistert. Okay. Ein Mann ist Punkt, Punkt, Punkt. Autos. Fußball. Stark. Stark. Bringt Geld nach Hause. Bringt das Geld nach Hause? Das sind ja alles schon ziemlich so Klischeebilder, oder? Also so. Ja, gut, das ist natürlich, ja, klar, ich meine, natürlich sind das Klischees, aber naja, gucken wir weiter, was er später noch so sagt. Aber meine, de facto ist es natürlich so. Ja, also ich meine, da gibt es auch eine Menge Forschung zu, dass eben Jungs eher mit Autos spielen. Das ist einfach so, also nicht alle bestimmt, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Also natürlich gibt es Jungs, die eher so in einer weiblichen Polarität sind und es gibt Mädchen, die in einer Jungspolarität sind, natürlich. Und die müssen dann halt ihren Weg finden. Das ist auch alles in Ordnung. Aber ich meine, am Ende des Tages, man möchte das, glaube ich, immer so rausholen. Ich glaube aber, viele Eltern würden zugeben und würden sagen, ja, sorry, ich habe da nichts anerzogen, wollte ich auch gar nicht, aber am Ende des Tages, ja, hat man eben schon früh unterschiedliche Verhaltensweisen gesehen, was ja auch normal ist. Mein Gott, es gibt eine ganz andere hormonelle Ausstattung in Männern und Frauen in der Regel. Und ja, natürlich gibt es biologische Unterschiede, was jetzt nicht heißt, dass jeder natürlich so, weiß ich nicht, rollenmäßig sich so ausdrücken kann, wie er möchte. Aber ich finde das immer so schwierig. Da gibt's ja schon an Universitäten, dass dann Leute schon wirklich angegangen worden sind, nur weil sie gesagt haben, weil sie eine Forschung gemacht haben, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, als wenn es die nicht geben dürfte. Ich finde das total crazy, aber naja, das ist auch Teil dieser ganzen Cancel Culture teilweise. Eine Frau kann nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Autofahren? Ja, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Eine Frau kann nicht rational denken. Ein Mann kann nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Kochen. Mhm. Jetzt geht, scheiße. Gefühle zeigen. Aha. Kann nicht weinen. Mhm. Ein Mann kann sich nicht schminken. Ja? Ja, das ist natürlich total tump. Also muss ich jetzt auch zugeben. Ich meine, also natürlich haben Männer total viele Emotionen, Frauen auch. Und meinetwegen, also ich glaube, heute würden es die Mehrheit, würde es eher noch abfacken, wenn man sich schminken würde. Aber Gott, wenn das jetzt, da hat natürlich Kulturen gegeben, wo Männer das gemacht haben bereits. Und wenn das jetzt, weiß ich nicht, kommen sollte, dass Männer sich schminken, können die ja trotzdem in ihrer männlichen Polarität sein, das würde ich auch sagen. Also aus heutiger Sicht wären sie es, glaube ich, für die meisten Menschen eher nicht. Finden also die meisten Frauen würden es, glaube ich, eher abfacken, wenn man sich schminkt. Aber gut, das natürlich können sich da kulturell Dinge ändern, ne, klar. Mann sich schminkt, ist ja für mich kein Mann. Sondern? Irgendwas anderes. Weil ein Mann muss sich wie ein Mann verhalten, aber nicht wie eine Frau. Okay. Ich bin ganz... Ja, und da muss man einfach sagen, der Typ hat eben recht, weil du kannst natürlich,
also wenn es um Dating geht, muss er das in aller Regel, weil eine Frau ist in aller Regel eben abfuckt, wenn der Mann nicht in einer Polarität ist, egal wie viel genderfluide Sendungen er vorher geguckt hat und wie, egal wie sehr die Gesellschaft sagt, das soll nicht so sein, ist es einfach so, dass wenn man sich nicht, zumindest beim Dating, also du kannst ja sonst machen in deinem Leben, was du willst, aber sich beim Dating nicht verhält in seiner Polarität, dann hat er eben keinen Dating-Erfolg. Es sei denn, ja, er ist jetzt während seiner weiblichen Polarität und trifft auf eine Frau in der männlichen Polarität, dann ist auch alles fein, aber in aller Regel ist ja die Polarität, was heißt in aller Regel, aber meistens ist sie eben gleich wie das biologische Geschlecht, weil das Ganze intergeschlechtliche und lassen wir jetzt mal außen vor heute, bleiben wir mal, da wird es natürlich dann wirklich kompliziert und mit Trans, Gender, transsexuell, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber in der Regel, ja, ist das so und natürlich kann Mann oder Frau sich ausdrücken, wie sie will, aber wenn sie auf dem Date, ich bin ja mal Dating-Profi, in diese Rollen nicht reingeht, dann fehlt halt häufig die Attraction und man wird abgelehnt, ne? Es ist, wie es ist, ne? Offensichtlich ein Mann. Gleich an mir runtergekommen. Aber Autos, Fußball, Handwerk, all diese klischeehaften Sachen, genau das bin ich irgendwie nicht. Ich selbst habe damit gar kein Problem. Was mich aber nervt, ist, dass ich mich in meiner Vergangenheit schon super oft dafür rechtfertigen musste, warum ich jetzt nicht diesem Urtypen des Mannes entspreche. Also, man sollte sich dafür auf gar keinen Fall rechtfertigen müssen. Also, da hat er vollkommen recht. Also, ich kenne diesen Menschen jetzt nicht. Weiß es nicht, aber jetzt mal vom ersten Eindruck könnte man sich jetzt auch vorstellen, dass es nicht jemand, der so in so einer krassen männlichen Polarität so zu Hause ist. Vielleicht ist das doch, ich weiß es nicht, aber vom ersten Eindruck würden das, glaube ich, die meisten sagen und das ist auch völlig in Ordnung so und ich weiß ja auch nicht, wie er datet. Vielleicht hat er auch, findet er da auch die entsprechenden Frauen, zu denen das passt. Aber wie gesagt, die allgemeine Aussage für alle Männer, sie sollen auch auf ihre, diese Klischees verzichten. Wie gesagt, kann man natürlich machen. Jeder kann jeden Tag neu aufstehen und sagen, ich möchte jetzt so leben, möchte so leben. Nur beim Dating wird es schwierig und hat man dann entsprechend den Erfolg einfach nicht. Das ist, wie es ist, ne? Ich habe auch ein ganz gutes Beispiel aus meiner Kindheit. Und zwar habe ich euch mal Fotos mitgebracht. Ich war mal, als ich 4 Jahre alt war, im Kindergarten, am Fasching verkleidet als Rotkäppchen. Ich wurde an dem Tag wirklich gehänselt und ich wurde, ja, ich könnte sagen, ausgegrenzt. Es war somit die erste Situation in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass es schon in den Köpfen eine sehr klare Vorstellung gibt davon, was Jungs dürfen und was Mädchen dürfen. Warum glaubt ihr, ist das so, dass wir im Jahr 2019 immer... Also das finde ich tatsächlich auch, wenn, weiß ich nicht, ein Mann oder ein Junge Bock drauf hat, sich wie Rotkäppchen zu verkleiden, genau, sollte die Gesellschaft so sein, dass es akzeptiert wird, ne? Absolut. Nicht gehänselt wird. Ich weiß nicht, wie jetzt über seine, welcher Polarität er sich am wohlsten fühlt, will ich jetzt nicht drüber spekulieren. Vielleicht ist das auch sogar die weibliche, das ist alles völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich finde das immer schwierig, das zu verallgemeinern. Und insbesondere, wenn man dann noch erwartet, wenn man jetzt besonders weich und unmännlich rüberkommt beim Date, dass einem das in irgendeiner Weise helfen würde. Selbst bei Frauen, die vielleicht sagen, sie würden gerne einen Mann daten, der so und so und so ist. Das wird in aller Regel nicht funktionieren, so, ne? So in so Kategorien Mann-Frau denken und dass das der eine macht das, der andere macht das. Das ist schon ewig so, man orientiert sich da ein Stück weit dran oder man nimmt das so mit auf. Ja, ja. Vielleicht von der Familie. Ich meine, man lernt das davon Umfeld, in der, ne? Schule leider auch. Ja, die Kindheit prägt dann. Weil unsere Sprache immer noch stark von solchen Klischees geprägt ist. Also auch bei so einem... Ja, es ist eben nicht nur das, weil ich meine, ich war 20 Jahre Paartherapeut und ich weiß, es hat mir wirklich praktisch jede Frau, bei der das Thema drauf gekommen ist, hat mir gesagt, dass sie sich wünscht, dass ihr Mann sich mal, also wenn es zum Thema überhaupt ging, waren ja nicht alle Männer so, aber dass sie sich, ganz viele Frauen haben mir gesagt, selbst Frauen, die in so vielleicht fraulichen oder sag ich mal, wo man jetzt denken könnte von der Berufswahl, dass die vielleicht sehr modern unterwegs sind, haben gesagt, dass sie sich einen Mann wünschen. Ja, also sie haben unterschiedliche Worte dafür benutzt, aber im Grunde genommen Mann wünschen seiner Polarität. Das haben die mir alle gesagt irgendwie. Und ja, das ist eben Steinzeitprogramm, ne? Das hatte eben früher einen Sinn, dass eine Frau einen Mann gewählt hat, der in seiner Polarität war, weil er eben die Frau beschützen musste, so verdammt normal, ne? Und das kann man nicht sagen, ist heute nicht mehr notwendig, aber das ist halt mit Denken nicht zu lösen, ne? Das sind tiefsitzende Programme,
genauso, dass man vielleicht eine Attraktivität entwickelt für bestimmte äußerliche Merkmale. Das ist auch biologische Programme. Und wir kommen, also können ja alle so gerne so tun, dass wir keine biologischen Wesen sind. Sind wir aber. Wir sind einfach seit der Tierwelt komplett nah. Und natürlich haben wir die Kultur obendrauf. Das macht auch einen riesen Unterschied. Aber das, was ich immer wieder sage, deswegen habe ich extra diese Dating-Kurse, die polaritätsfokussiert sind, weil wenn man das beim Dating sagt, das ist, ist mir alles wurscht und man ist nicht in so einer entsprechenden Community, der das vielleicht auch durchgängig wirklich wurscht ist, macht man sich das Leben wirklich schwer und man sollte sich auch vor allen Dingen fragen, welcher Polarität fühle ich mich wohl? Man sollte nicht nur, weil die Gesellschaft das sagt, man soll sich gefälligst nicht in die männliche Polarität bewegen. Und man fühlt sich aber wohl in der, sollte man sich das nicht nehmen lassen. Das hat natürlich, männliche Polarität hat natürlich nichts damit zu tun, mit dieser dunklen Männlichkeit oder toxischen Männlichkeit, das wollen wir natürlich alle nicht, diese grenzüberschreitende, also ein Mann, der voll in seiner Polarität ist und voll selbstbewusst, macht das auch nicht, weil er es einfach gar nicht nötig hat, so, und auch weiß, dass das alte Programme sind. Natürlich waren Männer früher total viel in ihrer toxischen Männlichkeit. Aber das heißt jetzt nicht, dass eine männliche Polarität an sich schlecht ist. So, ne? Und viele Frauen wollen die eben auch. Ne? Wollen das einen Mann haben, die wollen, dass ein Mann ein Mann ist. Und denen ist das in dem Moment dann egal, ob das ein Klischee ist oder nicht. Ne? Sekretär ist für mich halt ein Möbelstück und kein Mann, der Sekretärin ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Rollenbilder schon super früh an uns getragen werden. Und gleichzeitig hört es aber auch nie auf. Also wenn es gibt so viele Menschen, die ihre Kinder außerhalb dieser Rollenbilder erziehen wollen und die Kinder sind doch in den Rollenbildern und da kann man nicht mehr sagen, es ist die böse Gesellschaft und das sind die Medien und das ist all das und aber gut, bin jetzt nicht ganz tief so in der Forschung drin, aber ich meine, man hätte sogar so Urwaldstämmen mal den Kindern mal, haben die Kinder auch mit Lastern gespielt, also die Jungs mit Lastern gespielt und die Mädchen eher weniger und also klar, man kommt aus dieser Nummer nicht so richtig raus, aber es ist für mich ein Riesenirrtum, dass das alles immer nur dass das alles immer nur Gender ist, ne? Und antrainiert. Wenn ich mir die Werbung manchmal anschaue, dann geht es ja genau darum, dass es Produkte gibt für Männer und für Frauen. Ganz klischeehaft ist alles, was mit Grillen zu tun hat, finde ich. Da gibt es eine Bratwurst extra für Männer mit Röstzwiebeln und Käse und eine Frauenbratwurst mit Meersalz und Gewürzen. Dann gibt es irgendwie... Ja, was meint er denn wohl, warum diese Würste so angeboten werden, weil es mehr gekauft wird? Also in dem Moment, wo das egal wäre, also natürlich versucht man immer irgendeinen Dreh zu finden, dass man seine Produkte an Mann oder an die Frau kriegt. Und ich meine, das ist, glaube ich, so ein Werber total scheißegal, was für Klischees da sind. Der wird das verkaufen, was sich verkauft. Also, und wenn Männer nun mal eben mehr Grills kaufen und Frauen weniger, ja, was soll denn die Werbung da machen? Soll sie dann sagen, ja, es muss jetzt aber an Frauen verkauft werden? Na. Zeug, da ist klar, er ist der Tierarzt und sie ist die Tierarzthelferin. Es gibt Duschgel. Ach, ich glaube, da gibt es inzwischen aber auch so viele Gegenbeispiele und so viele Tierärzte sind Tierärztinnen und weiblich und also ich würde bei Tierarzt würde ich persönlich sofort an eine Frau denken und es gibt ja auch andersrum, also gut, er sagt ja auch, gibt es in beide Richtungen die Klischees und das macht auch noch viel der Fall sein, also okay, bei Spielzeug macht das auch noch sein, aber auch da muss man sich überlegen, was wird verkauft, was nicht, aber ich muss zugeben, das ist natürlich, wenn das jetzt überall so wäre wie hier, klar, wäre das ein Beispiel für Klischees, das stimmt. Wird das Mädchen verzaubert und der Junge, der fühlt sich richtig mutig, da ist ein Auto drauf. Ja, aber ist das wirklich nur Gesellschaft, dass Mädchen sich eher von Prinzessinnen-Shampoos angesprochen fühlen und Jungs vielleicht vom Auto-Shampoo? Ist das wirklich nur anerzogen? Ich halte das für Quatsch, sage ich ganz ehrlich. Und auch da ist es wieder das verkauft, was der Markt hergibt. Wenn Jungs partout jetzt hier ein Frozen-Shampoo kaufen wollen würden, dann wird das angeboten werden, habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht weiter verfolgt. Zum Beispiel hätte ich Bock gehabt zu tanzen, irgendwie sowas Modernes. Und habe es vermutlich auch aus dem Grund nicht gemacht, weil ich wusste, dass ich mich vor meinen Kumpels hätte rechtfertigen müssen. Ja, so sollte es nicht sein. Da bin ich völlig bei ihm. Also jeder sollte das machen,
können, was da Spaß dran hat. Und ja, also dass Tänzer natürlich auch voll in ihrer männlichen Polarität sein können. Es hat ja mit dem Hobby eigentlich erstmal gar nicht so viel zu tun. Das ist so, sind andere Qualitäten, das ist eigentlich vielmehr so ein, das sind so tiefere Sachen. Hat ja Jung auch schon mit Anima und Animus irgendwie. Aber gut, ich, keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch ein Klischee, ich glaube aber, wahrscheinlich sind Männer, die tanzen, weiß ich nicht, gibt es da nicht auch wirklich mehr schwule Männer als und eher weniger heterosexuelle, aber ist wahrscheinlich auch von Tanz zu Tanz unterschiedlich, weiß ich nicht. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, aber natürlich sollte das möglich sein, dass jeder die Hobbys macht, die er machen will, klar. Und es ist, glaube ich, immer noch schwieriger, wenn ein Mann, Anführungsstrichen, Frauenhobbys macht, als wenn eine Frau Männerhobbys macht. Das wird ja mal total akzeptiert, ne? Könnt ihr mir mal kurz eine Person ankleiden, die bei der Polizei arbeitet? Die mit Kindern arbeitet. Okay. Die ein Unternehmen leitet. Hatte das jetzt einen speziellen Grund, dass du ihn genommen hast? Und nicht sie? Ich finde, Frauen können genauso Unternehmen leiten wie Männer. Es ist einfach diese Gesellschaft drauf gepolt, dass die Führungspositionen leider im ersten Moment denkt man da immer an einen Mann. Mhm. Eine Person, die auf dem Bau arbeitet. Ich habe jetzt automatisch den Mann genommen. Warum? Ja, auch da ist natürlich viel Wahres dran, also natürlich, aber es ist nicht so einfach, wie man denkt, glaube ich. Ich meine, aber das ist eher so ein gesellschaftspolitische Sachen, welche Jobs werden von wem gemacht, man, die werden ja immer an beide Geschlechter angeboten, ob jetzt schwere körperliche Arbeit, weiß ich nicht, ob Frauen das wirklich machen wollen würden, aber nochmal, also natürlich gibt es da Klischees und nochmal, da ist glaube ich auch so, dass es für Frauen leichter ist, immer noch in Männerberufe reinzugehen, als für Männer in Frauenberufe. Also ich habe ja, war ja mal 2 Jahre zu Hause und habe meine Tochter versorgt. Und mir ist da eine Menge, also man könnte ja meinen, das wäre also toll, oder ein Mann, der zu Hause bleibt, seine Tochter versorgt, aber ich bin da echt schräg angeguckt worden in Babygruppen und das hat überhaupt nicht so eine Wirkung, ach, der ist ja so cool oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das hatte ich eher das Gefühl, dass ich da, auch wenn dann von vorne gesagt wurde, ist ja toll, aber dass das eher das mir so für mich so eher negativ ausgelegt wurde. Und aber gut, insgesamt, das stimmt natürlich, aber das jetzt ist auch wieder so, dass sich Männer und Frauen für unterschiedliche Berufe auch interessieren. Ich meine, die dürfen ja machen, was sie wollen, ne? Das ist auch nicht immer Gesellschaft so, ne? Also, aber natürlich spielt ja auch Gesellschaft rein, ne? Das ist schon recht. Das ist die Frage. Was meint ihr? Wie sehr bestimmt das Geschlecht unser Leben? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wäre cool, wenn du mir eine Person anziehst, die sauber macht. Ja, lass mal den Mann. Jetzt fallen wir voll auf den Sexismus-Trick rein. Ist direkt auf die Frau zugegangen? Ja, im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nur auf Frauenklamotten suche. Ja. Also ich habe an den Typen gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich, ne? Dass wirklich solche Arbeiten viel Frauen machen, das stimmt. Kennt ihr männliche Putzkräfte? Ja, gut, gibt's auch, glaube ich, ne? Aber das stimmt. Da hat er recht. Das ist schon verrückt. Ich fand's schon bemerkenswert, dass echt viele immer noch ganz, ganz klare Berufe direkt zuordnen in einem Geschlecht, aber auch ganz viele, die das sehr bewusst hinterfragen und auch wenigstens darum wissen, dass es ein Problem ist, dass wir diese Zuschreibungen haben. Ich habe vor kurzem mal von einem gehört, der Hebamme werden wollte und der hat richtig viel Gegenwind bekommen. Also, das glaube ich. Ich glaube, das geht auch nicht nur in das eine Richtung. Ich würde jetzt auch niemals so einen Beruf machen, so Kfz-Mechatroniker, wenn man so eher denkt, so, das ist eher so ein Männerberuf. Ja. Ich wäre auch gern so in die Elektronikbranche gegangen und hätte Autos zusammengeschraubt oder so. Mhm. Aber ja, ich denke mal, da ist halt trotzdem noch ein viel größerer Männerüberschuss da. Ihr habt mir total viele Nachrichten geschrieben und daraus ging so für mich hervor, dass auch super viele von euch Unsicherheit haben, was diese starren Geschlechterrollen angeht. Und problematisch finde ich wird es vor allem dann, wenn... Also was ich, wo ich völlig bei ihm bin, wenn man merkt, man ist in einer anderen Polarität als das biologische Geschlecht, sollte man das wissen, sollte man das leben dürfen und sollte auch das Wissen haben, wie gehe ich da ein bisschen datingmäßig mit um, weil dann wird es echt ein bisschen kompliziert so. Aber das heißt jetzt nicht, dass sich nicht große Teile der Gesellschaft wohlfühlen
in ihren Klischees und man die unbedingt alle über den Haufen schmeißen muss und unbedingt alles gleich machen muss, weil ohne Polarität keine sexuelle Chemie. Es ist so, es war schon immer so. Und da kann man sich fünfmal im Kreis drehen. Polarität kann gerne andersrum sein, aber da kannst du dich im Kreis drehen, kannst du Saltos machen. Du kommst aus der Nummer einfach nicht raus, dass wir in einem polaren Universum leben, wo es männliche und weibliche Energien gibt. Und wie auch immer die eingebaut sind in einen Körper oder wie sich das im Leben entwickelt, da kann man natürlich schauen. Aber dass wirklich zwei Menschen, die da absolut gleich aufgestellt sind, dass die keine sexuelle Spannung empfinden werden, ja, das ist leider auch so. Sich gar nicht einem Geschlecht zugehörig fühlt, weil dann gerät man so voll unter Druck, sich für männlich oder weiblich entscheiden zu müssen. Dabei sollte das doch überhaupt nicht sein, dass man sich entscheiden muss. Ja, weiß nicht, ob solche Videos gefallen, wenn ihr euch den zweiten Teil, wie ich dann nochmal noch kommentieren soll, das ist aber so ein Männer-Coach, ist auch sehr lustig, finde ich. Dann schreibt mir mal in die Kommentare und wir werden es bald wiedersehen.